So. Ich sehe, ah, weil der Deckel drauf ist. So. Filmst du jetzt? Ach, so machen wir das nicht. Das sieht man gar nichts. Gegen die Sonne ist ganz schlecht. Ja. Soll ich ja mal was sagen, Eli? Du sagst doch schon die ganze Zeit was. Ja, aber jetzt so zur Thematik. Also wir sind heute Eisklettern. Wo ist er? Da hinten. Da sieht man ihn eh schon. Und da werden wir heute Eisklettern. Wir haben heute Steigeisen mit Körbchen. Müssen wir schauen, wie gut das geht. Und ja. Körbchenbindung. Körbchenbindung. Warte, ich tue die noch im goldenen Schnitt positionieren. So, jetzt kannst du anfangen rennen, Eli. Uns sind gerade Leute entgegengekommen am Weg rauf. Da haben wir gesagt, das sollte man besser gleich vergessen. Das ist gerade die ganze Wand, das runterkommen. Und halt die erste Schicht. Ja, es ist scheiße warm. Die Sonne scheint einfach Vollgas rein. Vor allem jetzt immer nur Stimme, da hätten wir am Vormittag gehen müssen. Ja. Jetzt schauen wir einfach so. Aus so ein Ding Rinne rechts daneben, da ist dann oben auch noch ein bisschen Eis. Das ist den ganzen Tag im Schatten, da kommt jetzt noch eine Akkosonne hin. Da sollte man wahrscheinlich mehr Glück haben. Aber der Hart schmeckt halt ein bisschen auf. Fast goes fast. Slow goes slow. Alright, now do the low. Ja, also der Tobi setzt jetzt da oben die erste Eisschraube einmal rein. Wir haben uns da jetzt selber gesichert. Und na gut, ich habe eigentlich noch nicht so viel zu tun, weil wenn er jetzt fällt, dann fällt er halt. Und wir sind jetzt hoch und wir sind ein bisschen enttäuscht, weil es ist ziemlich wenig Eis eigentlich und von unten sah er größer aus. Jetzt klettert der Tobi da mal rüber und dann schauen wir, ob da vielleicht noch mehr ist. Also wir sind jetzt bei uns beim Eisfall. Das ist ganz cool, weil es nicht mixed, aber es ist eigentlich dazwischen ein bisschen Schnee, da kommen wieder richtig geile Eispassagen. Zum Vorsteigen war es jetzt richtig nice, weil es auch ein bisschen abwechslungsreich war, wo die Eisschrauben hin tun und so. Jetzt probiert einmal der Eli. Ich habe oben einen Standplatz gebaut und blöderweise ist mir nach zwei Versuchen das nicht geglückt, was? Eine Eisandur zu bauen. Dann habe ich einfach einen ganz normalen Standplatz gebaut. Und jetzt probiert der Eli jetzt auch mal, ob er es gleich zusammenbringt, eine Eisschandur zu bauen. Hast du ihm das, wie hast du es mitgegeben? Zum Rausziehen? Ah, du Eli! Ja, das ist die Materie, Eis ist das. Bereit? Voll ready. Stehst du da, wo ich gestanden bin? Ja. So. Voll ready. Musst ziehen. Vollgas ziehen. Das ist also eine Sache, die ich auf der Wildspitze gelernt habe. Steigeisen und Skihosen sind eine ganz gefährliche Kombi. Schau. Ja. Ba, ba, ba. Rutsch, Eli, rutsch. Ja, ja, ich höre jetzt da auf, ey. Die Äste langsam wegen der Skihose. Ha? Langsam ist es nicht mehr steil genug. Na. Wir sind jetzt wieder zurück vom Auto. Teilen das Zeug wieder auf, dass jeder seine Karabiner hat. Wenn man einen, fahren wir wieder zurück. Das war nice. Wahrscheinlich, dass wir den eigentlichen Eisfall, den wir machen wollten, langsam mitmachen haben können. Aber ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann werden wir irgendwann schön in der Früh herfahren. Ja, denke ja. Vormittags einmal. Ja, ich hoffe, es wird jetzt nochmal kalt. Wenn es nicht mehr kalt wird, das ja dann kann man es nicht vergessen. Fix. Kanal abonnieren, liken, kommentieren.